schnell! Angst vorm Donner? Nein, keine Angst. Das ist gut. Wird bestimmt noch schlimmer werden. Ich hab was zu essen. Auch für das Kätzchen. Hast du es gestohlen? Nein, ich hab's gekauft. Oh. Und wenn sie uns erwischen, dann erzähl bloß keine Geschichten, von wegen ich jetzt geklaut. Ich hab schon genug Schwierigkeiten am Hals. Mit dir und deinem Kätzchen. Willst du, dass ich nach Hause gehe, Sam? Halt den Mund und iss. Suchen sie nach mir? Deine Tante hat die gesamte Polizei von Iversdale mobilisiert. Du hast gesagt, du hilfst mir. Wieso kommst du damit immer zu mir? Ich hab keinen Menschen außer dir, Sam. Der Zirkus verlässt heute Nacht die Stadt. Ihr Zug kommt direkt hier vorbei. Wenn ihr hier durchkommt, folgst du mir? Du rennst so schnell du kannst, springst auf und hältst dich fest. Kannst dich auf mich verlassen, Sam. Psst, Moment mal. Da sind sie. Das wär's, Kinder. Jetzt müsstet ihr schon Flügel haben, also kommt mit. Komm, es hat keinen Sinn mehr. Sie gefälligst los. In Ordnung, Miss. Wir bringen Sie jetzt zu Ihrer Tante. Mr. O'Neill möchte Sie sprechen, Ma'am. Bitten Sie ihn rein. Mrs. Ivers wird Sie jetzt empfangen. Guten Abend, Mrs. Ivers. Guten Abend. Guten Abend, Mrs. Ivers. Ich habe gute Nachrichten. Martha? Was ist mit ihr? Die Polizei hat sie gefunden. Ich weiß. Wir haben es Walter zu verdanken, dass sie so schnell gefunden werden konnte. Er hat der Polizei von dem Versteck erzählt, wo sie sich manchmal mit diesem Sam Masterson trifft. Nicht wahr, Walter? Ja, Vater. Der Junge hat eine Belohnung verdient. Ja, er ist ein guter Junge. Und intelligent. Wenn ich es mir leisten könnte, würde studieren ich studieren lassen in Harvard. Habe ich das schon mal erwähnt? Sie erwähnen es jedes Mal. Ja, Madame. Führen Sie den Jungen in die Küche, Lynch. Geben Sie ihm etwas Ice Cream. Und außerdem ein Stück Kuchen. Du kannst gehen. Bedank dich bei Mrs. Ivers, Walter. Vielen Dank, Mrs. Ivers. Sie haben Ihre Schülerin verloren, Mr. O'Neill. Ich schicke sie weg. Ich weiß, warum Sie Martha unterrichten wollten. Und auch, warum Walter seine Hausaufgaben zusammen mit ihr macht. Und ich weiß, warum Sie wollen, dass er hier wohnt. Ein Stipendium für Walter, habe ich recht? Aber ich bin keine Wohltätigkeitsstiftung. Mir ist egal, ob Walter Lastwagen fährt oder in Harvard studiert. Glücklicher wäre er wahrscheinlich als Lastwagenfahrer. Sie werden erwartet, Miss. Warten Sie einen Moment, Miss. Mein Name ist Landin. Sagen Sie, Mrs. Ivers, der Detektiv, der Sie gefunden hat, heißt Landin. Ich werde es ausrichten. Ich nehme das Pelztierchen, Miss. Nein. Es wäre aber besser. Sie wissen, was Ihre Tante von der Katze hält. Ich bringe sie auf ihr Zimmer. Ihre Tante wartet auf Sie. Noch näher, Martha. Sieh mich an. Es scheint dir nicht leid zu tun. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich erwischt wurde. Du kannst machen, was du willst. Ich werde nicht weinen.
Das war das vierte Mal, dass du versucht hast, wegzulaufen. Siehst du nicht ein, dass es sinnlos ist? Ganz gleich, wie weit du es schaffst. Man bringt dich hierher zurück. Dir gehört nicht die ganze Welt. Aber genug, um dafür zu sorgen, dass du immer wieder hierher gebracht wirst. Verstehst du das? Hast du das verstanden? Deine Tante hat das nicht verdient, Martha. Nur wenige Menschen haben so viel Großmut und Geduld. Und es gibt nur wenige Mädchen, die so undankbar sind. Wann begreifst du endlich, dass ich das alles nur für dich tue? Dass ich versuche, all den Schmutz von dir abzuwaschen, um wieder eine richtige Ivers aus dir zu machen? Mein Name ist Smith. Ich heiße wie mein Vater, Smith. Dein Name ist Ivers. Ich habe ihn gerichtlich ändern lassen. Mir egal, was du getan hast. Du heißt Ivers, genauso wie deine Mutter, bevor sie den Verstand verloren, diesen Kerl da... Hör auf! Wie kannst du es warten? Du hast doch immer sein dreckiges Mundwerk. Ich lass nicht zu, dass du so über meinen Vater sprichst. Dein Vater war ein Niemand, ein Hilfsarbeiter. Du kannst froh sein, dass er tot ist. Ich bring dich um. Beruhige dich! Es ist in Ordnung, Mr. O'Neill. Geh jetzt auf dein Zimmer und zieh dich um. Nach dem Abendessen will ich dich nochmal sprechen. Es ist spät. Ich hole meinen Sohn. Gute Nacht. Bleiben Sie hier. Ich bin unruhig. Ich muss jetzt mit jemandem reden. Ja, Mrs. Ivers. Lynch hat mich gebeten, Bundles raufzubringen. Ich dachte, sie hat vielleicht Hunger und habe ihr etwas Milch gegeben. Sie hasst Katzen. Alles, was ich mag, hasst sie. Heute Morgen kam ein Polizist zu uns. Er wollte von mir wissen, ob ich eine Ahnung hätte, wo du hingegangen bist. Vater sagte, es wäre meine Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Dein Vater. Ehrlich, ich habe nichts gesagt. Was immer mein Vater deiner Tante erzählt hat, ist es nichts davon wahr. Mir ist kalt. Ich muss mir was Trockenes anziehen. Ich lasse die Tür offen, damit ich dich hören kann. Mein Vater sagt, du bist dumm. Mein Vater sagt, du könntest eines Tages alles haben, was du willst. Mein Vater sagt, wenn wir nur einen kleinen Teil hätten von dem, was du bekommst, könnte ich nach Harvard gehen. Du könntest was? Ich könnte in Harvard studieren. Das Licht! Was ist mit dem Licht? Ich glaube, es ist im ganzen Haus ausgegangen. Da steht ein Leuchter auf dem Tisch. Daneben liegen Streichhölzer. Ach, lass nur. Ich mach schon selber. Vielleicht sollte ich nachsehen, ob mit Martha alles in Ordnung ist. Machen Sie sich um Martha keine Gedanken. Sie sind dran. Ich habe Angst vor dem Gewitter. Mach die Vorhänge zu. Ich ziehe mich inzwischen um. Martha! Laut von ihr, es gibt was auf die Nase. Ich werde nichts sagen. Martha! Martha weiß, dass ich schweigen kann. Was ist los? Sam! Siehst du, Walter, ich habe gewusst, dass sie ihn nicht erwischen. Sam, hilf mir mit den Knöpfen. Ich wollte mich verabschieden. Ich habe es mir überlegt, es ist besser, du bleibst hier. Das werde ich nicht. Ich hasse sie. Du könntest sie leichter um den Finger wickeln. Nein, ich gehe mit dir. Du hörst jetzt auf mich. Ich will nichts mehr hören. Es ist Zeit. Ich gehe jetzt. Lass ihn gehen, Martha. Deine Tante hat gesagt, wenn sie noch mal erwischen, kommt in die Erziehungsanstalt. Erstmal müssen sie mich erwischen. Na gut, Sam. Wenn du mich nicht mitnimmst, dann gehe ich eben allein. Ich werde es auch ohne dich schaffen. Na gut, aber dann schnell. Ich gehe noch schnell auf den Speicher. Ich brauche noch ein paar Sachen. Sonst verwischt uns die alte Hexe.
Sie ist tot. Wir sind oben gewesen und wollten nachsehen, was das für ein Lärm war. Da war ein Mann, ein großer Mann. Er ist weggelaufen. Durch die Eingangstür. Sehen Sie, sie steht noch offen. Und sie ist da gelegen. Und der Stock ist neben ihr gelegen. Ich habe ihn aufgehoben. Sag, dass es so war. Sag es. Stimmt das, Walter? Ja, Vater, so war's. Leg den Stock wieder hin. Und zwar genau da, wo du ihn gefunden hast. Ihr beide geht wieder nach oben. Ich rufe die Polizei. Damit kommst du nie durch. Niemals. Dein Vater hat mir geglaubt. Ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher. Du wirst deinen Mund halten. Und Sam, was ist mit Sam? Er war hier und hat alles gesehen. Sam würde nie etwas sagen. Doch, er wird. Er hat Angst. Deswegen ist er auch gleich weggelaufen. Er wird nichts sagen. Sam ist feige. Er ist weggelaufen. Ich nicht. Ich nicht. Er wird nichts sagen. Nicht Sam. Nicht Sam. Ich muss mit euch beiden sprechen. Setzt euch. Wenn die Polizei kommt, sagt ihr beide genau, was ihr mir gesagt habt. Verstehst du, Martha? Ja, Mr. O'Neill. Du auch, Walter? Ja, Vater. Mein armes Kind. Du bist jetzt völlig allein auf der Welt. Du hast nur Walter und mich. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Walter und ich werden bei dir bleiben. Wir werden dich nie verlassen. Danke, Mr. O'Neill. Der Kerl hat keine Ahnung, wovon er spricht. Chestnut King taugt nichts. Er hat sich sogar von Ackergäulen schlagen lassen. Das war in Tijuana. Das darf doch nicht wahr sein, dass es nicht alles gibt. Was sagst du dazu, Seemann? Du verlässt als Kind einen Ort, muss 17, 18 Jahre her sein und denkst nie mehr daran. Dann fährst du irgendeine Straße entlang und zack, bist du wieder in deinem alten Heimatort gelandet. Endstation, Seemann. Komm, wach auf. Wo sind wir? Ein kleiner Unfall. Was ist passiert? Die Straße hat eine Kurve gemacht, ich nicht. Komm, steig aus. Ich muss nach Iverstown eine Werkstatt suchen. Nächstes Mal suche ich mir einen Fahrer, der nicht am Steuer einschläft. Willkommen in Iverstown. Vielleicht meinen Sie es diesmal ernst. Jemand da, der meinen Wagen reparieren kann? Fahren Sie rein. Ja, auch schön. Zwei. Du wirst. Schon fertig. Sehen auf dein glückliches ja. Händchen. Ja. Hast du. Du bist jetzt. Wie lange wird es ungefähr dauern? Dazu müssen wir erst mal nachsehen. Kommen Sie morgen wieder. Kann ich mitmachen?
Nein. Wir öffnen vier. 20 zu 10, dass Harry keine vier wirft. Ich nehme an. Komm, Herr, wir öffnen vier. 7. Schon wieder 5 verloren. Ich setze noch mal 5 auf die 4. Ich setze 10 dagegen, dass du es nicht schaffst. Ich bin dabei. Was wird's kosten, Mister? Morgen werde ich's wissen. Ich wüsste es gerne jetzt. Dann fahren Sie ihn woanders hin. Willkommen in Iverstown. Wir unterbrechen unser Musikprogramm mit einer aktuellen Meldung. Sie betrifft die Wahlveranstaltung von Staatsanwalt Walter P. O'Neill. Nein, bitte lassen Sie es. Meine Damen und Herren, wir geben mit tiefstem Bedauern bekannt, dass Mr. O'Neill heute Abend bei unserer Sendung Bürgerforum nicht mit dabei sein kann. Mr. O'Neill wurde überraschend krank. Wir freuen uns aber, eine der beliebtesten Persönlichkeiten in Iverstown begrüßen zu dürfen. Anstelle Ihres Mannes wird die verehrte Mrs. O'Neill zu uns sprechen. Bürger von Iverstown, die Themen dieser Wahl sind einfach und... Genug mit diesem Quatsch. Dieser Walter P. O'Neill, ist das nicht der Junge, der früher mal in der Sycamore Street gewohnt hat? Sein Vater war Lehrer. Ja, das ist er. Kennen Sie ihn? Ja, von früher. Der kleine ängstliche Junge aus der Sycamore Street stellt sich zur Wahl als Staatsanwalt. Wie stehen die Chancen? Für was? Die Wahl. Keine Chancen, keine Wetten. Die Wahl steht fest, Mister. Er wird wiedergewählt. Wird mal Gouverneur. Ich würde heute schon darauf wetten. In ein paar Jahren wird er Präsident. Ja, er wird alles erreichen, was seine Frau sich in den Kopf setzt. Donnerwetter. Wer ist sie? Stammen Sie von hier? Kann man sagen. Dann müssen Sie sie kennen. Die Nichte der alten Ivers. Martha Ivers? Ja. Hat alles übernommen, nachdem ihre Tante tot war. Was Sie nicht sagen. Wer hätte das gedacht? Martha Ivers. Ich weiß nicht, du siehst genauso ängstlich aus wie früher. Hallo, Gallagher. Hey, Moment mal. Kennen wir uns? Sicher. Ich bin der Junge, der die Scheibe mit dem Stein eingeworfen hat. Und Sie haben versucht, mich zu erwischen. Wenn ich Ihnen nachgelaufen bin, habe ich Sie auch erwischt. Jetzt fällt es mir wieder ein, er hat recht. Zimmer für junge Frauen. Hallo? Wohnen Sie hier? Nicht mehr. Wer ist der Besitzer? Eine Frau, sie heißt Burke. Sie ist nicht da. Warten Sie auf sie? Ich bin nur gekommen, meine Sachen zu holen. Ich war verreist. Ich warte auf ein Taxi. Ich habe früher mal hier gewohnt. Das ist 17, 18 Jahre her. Bin hier geboren. Das ist doch ein Scherz. Sie sind älter. Als ich weggezogen bin, konnte ich schon laufen. Ach, kann ich eine haben? Brauchen Sie die Zündhölzer? Können Sie behalten. Wie spät, bitte? Es ist 11:15. Das ist ja reizend. Ich muss den Bus 11:30 erreichen. Das schaffen Sie. Aber nur, wenn das Taxi langsam auftaucht. Gibt es hier in der Stadt eine Familie Masterson? Nein. Kennen Sie irgendjemanden in der Stadt, der so heißt? Nein, ich bin aus Rötschwer. Heißen Sie Masterson? Mhm, ja. Bedeutet das, dass Sie seit 18 Jahren zum ersten Mal wieder hier sind? Naja, 17 oder 18 Jahre. Und jetzt wollen Sie anfangen, nach Ihrer Familie zu suchen? Nein, eigentlich nicht. Nur ein kleiner Aufenthalt auf der Fahrt nach Westen. War nur ein bisschen neugierig, das ist alles. Alles Gute. Und was haben Sie jetzt vor? Was meinen Sie? Ich meine wegen Ihrer Familie. Ich weiß nicht. Vielleicht nichts. Vielleicht gehe ich morgen ins Rathaus und sehe mir die Totenscheine der letzten 18 Jahre an. Ach, kann man das machen? Ja, ich glaube schon.
Gute Nacht. Zum Busbahnhof und bitte beeilen Sie sich. Ich muss den Bus um 11.30 Uhr erreichen. Mr. Masterson. Haben Sie gleich erkannt, Mr. Masterson? Freut mich, Sie wiederzusehen. Ich habe Ihnen mein letztes Zündholz gegeben. Kann ich Sie ein Stück mitnehmen? Ich bin auf dem Weg zur Busstation. Schon überredet. Haben Sie ein Zündholz? Und einen Namen? Tony. Antonia. Antonia Maracek. Klingt da ausgefallen, Mr. Masterson? Sam. Bitte beeilen Sie sich. Der Busbahnhof ist gleich hinter den Schienen und Sie haben noch 4 Minuten. Wir hätten es geschafft, wenn Sie den Herrn nicht mitgenommen hätten. Wir können seine Verfolgung aufnehmen. Ich kann auch morgen einen Bus nach Ridgeville nehmen. Vielleicht sollte ich überhaupt nicht nach Ridgeville. Wer weiß, vielleicht fahre ich woanders hin. Warum nicht in eine andere Richtung? Chicago oder weiter nach Westen vielleicht. Und Sie, waren Sie schon mal im Westen? Ja. Ich noch nie. Aber vielleicht eines Tages. Wie ist es da? Weit. Sie wieder zurück? Ich kann nicht dorthin zurück. Ich muss mir etwas Neues suchen. Trinken Sie was, Sam? Ja, warum nicht? Ich lade Sie ein. Okay. Tut mir leid. Soll ich Ihr Gepäck zur Aufbewahrung bringen? Ich weiß nicht. Ich sollte mir wohl ein Hotel suchen. Soll ich Sie zu einem Hotel bringen? Sie sind doch bestimmt im Gable Hotel. Ja. Kann ich da übernachten? Wie jeder zahlende Gast. Hier. Sagen Sie, Sam Masterson braucht ein Zimmer für eine junge Dame. Sie wird sich später eintragen. Ja, Sir. Danke. Schon gut. Erstklassig. Gedämpftes Licht, Musik, vornehm. Ein Restaurant? Als ich noch hier gelebt habe, gab es nur Kneipen. Und mein Vater war ständig dort. Meine auch. Wir sind verwandt. Dann nehme ich das Gleiche wie Sie, Sam. Scotch. Ich hätte gern ein Glas Wasser für den Fall, dass der Scotch nicht gut ist. Und 2 Gläser Wasser. Sind Sie weit gefahren? Ungefähr 600 Meilen seit dem Frühstück. Heute Abend waren Sie aber ohne Wagen. Ja, mein Stanley Steamer ist in der Werkstatt. Er braucht eine Schönheitsoperation. Bringen Sie uns bitte noch 2 vor der Sperrstunde. Gute Idee. Macht $2. Ach, übernehme ich. Danke. Vielleicht trinken wir darauf, dass Sie Ihre Familie finden. Meine Mutter wäre sicher nicht begeistert davon. Woher wollen Sie das wissen, Sam? Wie ich Sie kenne, hat sie mich längst vergessen. Oder es ist ihr egal. Sie haben keine besonders gute Meinung von ihr, nicht wahr? So ist das eben. Wie groß ist Ihre Familie? Nicht sehr groß. Außer mir gab es nur noch die 2 Menschen, die nötig sind, um die Bevölkerung zu vergrößern. Meine Mutter hat uns verlassen, als ich noch ein Baby war, und mein Vater hat sich wahrscheinlich totgesoffen. Außer meinem Vater habe ich niemanden so kaltschnäuzig reden hören. Er ist der hartherzigste Mensch in Ridgeville. Ich weiß noch einmal, da hat er mich halb tot getreten. Jetzt verstehe ich, dass Sie nicht traurig waren, dass Sie den Bus nach Ridgeville nicht erreicht haben. Wahrscheinlich wäre ich ein und gleich wieder ausgestiegen vor der Abfahrt. Wahrscheinlich hätte mich das große Zittern überkommen. Was soll's? Für heute Abend ist die Sache gestorben. Und der nächste fährt erst wieder morgen nach. Und sicher werde ich ihn morgen Abend wieder nicht erreichen. Zumindest den, der nach Ridgeville fährt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, nicht allein hier zu sitzen. Ich war so einsam, dass mir alles egal war.
Waren Sie schon mal so einsam? Wie einsam denn? Dieses Gefühl, als würde man jeden Moment explodieren. Wissen Sie, wie das entstanden ist? Sperrstunde. Und gehen wir ins Hotel? Der Grund, warum ich in das Hotel, in Ihr Hotel wollte, ist, weil ich... Weil Sie die Hotelwerbung auf den Zündhölzern gelesen haben. Ganz schön schlau. Vielleicht glauben Sie auch, ich will Sie auf die Art näher kennenlernen. Vielleicht ist es so. Würde Ihnen das nicht gefallen? Kann ich jetzt noch nicht sagen. Jetzt würde ich gern wissen, was Sie denken. Ich habe nur gedacht, wie Sie wohl in meinem Stanley-Steamer aussehen würden. Ich glaube, Sie sind in Ordnung. Hoffentlich sagen Sie das auch noch, wenn wir an der Küste sind. Wir stellen uns einen Moment unter. Ich möchte Sie etwas fragen. Sieht er für Sie wie ein kleiner, ängstlicher Junge aus? Sieht aus, als würde er jeden Augenblick anfangen zu weinen. Lassen Sie uns hier verschwinden. Ist Mr. O'Neill da? Nein, Madam. Nicht, dass ich wüsste. Walter. Hallo. Kein Wort? Gibst du mir auch eine Zigarette? Die Lippen meiner Frau. Ich lasse dir Kaffee raufbringen. Nein, danke. Ich nehme lieber noch einen Drink. Walter! Wenn du diskutieren willst, brauche ich noch einen Drink. Sonst werde ich weder hören noch verständlich antworten, wenn ich dir überhaupt eine Antwort gebe auf dein komisches Gerede. Soviel ich weiß, wolltest du heute eine Rede halten. Ich habe es nicht vergessen. Ich... Sehr nett. Dein Zimmer hier, mein... Ist lang her, mein letzter Besuch hier. Wo warst du? Hab mich volllaufen lassen. Wo? Noch bin ich ein Vertreter des Volkes und du weißt, ich würde niemals irgendwo öffentliches Ärgernis erregen. Aber du weißt, dass es irgendwann unvermeidlich dazu kommen wird. Unvermeidlich? Es ist deine Karriere, nicht meine. Was meine ist, ist auch dein. Denkst du nicht, dass du mir eine Erklärung schuldig bist? Was willst du von mir hören? Ich will dir keine Worte in den Mund legen. Es wäre mir lieber, du tust es. Wie du willst. Wann hast du getrunken? Wo hast du getrunken? Warum hast du getrunken? Nimm mich nicht so herablassend an. Ich bin ein sentimentaler Mann, Martha. Ich war gerade beim Anziehen. Da fiel mir ein, dass heute der 4. Todestag meines Vaters ist. Ich dachte, es wäre doch nett, ich fahre zum Friedhof raus und lege ihm einen Strauß Blumen auf sein Grab. Ich habe den Friedhof nicht erreicht. Ich wurde von meinen Gefühlen überwältigt. Ich habe angehalten, um was zu trinken, was er sicher verabscheut hätte. Während ich da so sitze, kommt mir plötzlich der Gedanke, was für ein Pech, dass mein Vater nicht mehr am Leben ist. Um mit seinen eigenen Augen zu sehen, dass alle seine Träume erfüllt wurden. Die Träume, für die er so hart gearbeitet hat. Sein Sohn, ein berühmter Mann, verheiratet mit einer bezaubernden und wohlhabenden Frau. Na gut, jetzt erkläre mir, wieso du weitergetrunken hast. Weil ich danach wirklich nicht in der Stimmung war, meine Ansprache zu halten. Walter, hör mir zu. Du musst das alles vergessen. Vielleicht kannst du es, ich kann es nicht. Du hast dein Leben noch vor dir. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht so sicher. Eine brillante Karriere. Mein Vater hat das auch immer gesagt. Mein Vater hatte recht. Er hatte nicht recht mit gar nichts. Nicht, als er dazu kam und sah, wie deine Tante am Boden lag. Wir wollten das nie wieder erwähnen. Und auch damals nicht im Gerichtssaal. Ich höre noch den Bezirksanwalt die Todesstrafe für diesen unschuldigen Mann fordern. Für den brutalen Mord an Mrs. Ivers. Mein Vater hat nichts gesagt. Ich sah ihn an, aber er hat nichts gesagt. Sein Vater war ein realistischer Mann. Mein Vater, er ruhe in Frieden, war ein habgieriger Mann. Der Mann, der hingerichtet wurde, war ein Krimineller. Irgendwann hätten sie ihn für irgendwas aufgehängt. Der Mann war ein Mensch und Recht ist Recht. Das sollte es wenigstens sein. Ich konnte unmöglich über Gerechtigkeit sprechen.
Ich hatte Angst, daran zu ersticken. Ich musste etwas trinken. Ich habe was getrunken. Ich habe mich betrunken. Walter, jetzt hör mal. Wenn du solche Gedanken mit dir rumträgst, wirst du krank. Das müssen wir ändern. Und morgen... wird es wie heute sein. Du solltest vielleicht für ein paar Tage verreisen, damit du dich erholst. Würdest du mitfahren? Nein, ich bleib hier. Dann fahre ich auch nicht. Was hast du vor, Walter? Alles aufgeben, willst du das? Das würdest du nie zulassen, nicht wahr? Möchtest du es denn? Ich weiß nicht, Martha. Diese Frage stelle ich mir schon die ganze Zeit. Wenn mein Vater noch leben würde, könnte ich ihn fragen. Wie seine Antwort ausfallen würde, weiß ich. Er würde sagen, halte fest an dem, was du hast. Sie muss ihr Versprechen halten. Ihren Teil der Abmachung, würde er sagen. Ich erfülle meinen Teil, Walter. Den werde ich mir genehmigen. Jetzt ist die Flasche leer. Gute Nacht, Mann. Sag mir, Martha, wo soll ich hin mit meiner Liebe zu dir? Kannst du mir sagen, was mich hier noch hält? Wieso kann ich nicht packen und einfach gehen? Das solltest du mir sagen, Walt. Na, immerhin, das war eine erfrischende Dusche. Ein Zimmer mit Dusche? Mit Dusche? Wäre nicht schlecht, aber sagen Sie mal, wo sind Sie? Mit Dusche, ja. Wir haben nur halb so viele Bäder wie Zimmer. Die eine Hälfte hat Bad, die andere nicht. Ja, so könnte man es sehen. Oder aber von jeweils zwei Zimmern hat eins das Bad in der Mitte, das andere hat keins. Oder man sagt, ein halbes Bad für jedes der beiden Zimmer. Könnten Sie das wiederholen? Es sind halb so viele Bäder wie Zimmer vorhanden. Und wenn Sie zwei Zimmer... Das genügt. Der Pascha hat Ihr Gepäck bereits auf Ihr Zimmer gebracht, Mr. Masterson. Oh, das waren die Koffer von Miss Maracek. Der Fahrer hat sie nur auf meinen Namen hier abgeliefert. Ich habe meinen Bus nach Richville verpasst. Oh, das ist Pech. Der Pascha hat seit Mitternacht frei. Sie müssen sich allein zurechtfinden. Ich kann hier nicht weg. Danke. Gute Nacht. Träumen Sie schön. Gute Nacht, Cupido. 25, Sie haben 25, ich habe 23. Wir sind Nachbarn. Wieso haben Sie eine Fahrkarte nach Richville gekauft, wenn Sie gar nicht nach Hause wollen? Ehrlich gesagt, ich habe sie nicht gekauft. Ich habe eine, aber nicht gekauft. Krank? Ein bisschen erkältet vielleicht. Sie sollten die nassen Sachen ausziehen. Ich lasse schon mal das Wasser laufen. Beeilen Sie sich, ich gehe dann nach Ihnen duschen. Danke. Ich leihe Ihnen ein Buch für ein paar Zigaretten. Wenn Ihnen egal ist, was für ein Buch es ist.
Die Kiefernseife erfrischt einen wirklich überall. Seife kann etwas sehr Persönliches sein. Fast so persönlich wie eine Zahnbürste. Ihre Zahnbürste habe ich nicht benutzt. Kriege ich das Buch jetzt? Egal, was für ein Buch es ist. Ich halte es vor Spannung kaum noch aus. Es gehört nicht mir. Ein anderer Gast hat es wahrscheinlich hier vergessen. Ach, die Bibel. Ich habe sie gewarnt. Es gibt hier im Hotel in jedem Zimmer eine. Soviel ich weiß, in jedem Zimmer in allen Hotels auf der Welt. Sie können das nachlesen. Steht gleich auf der ersten Seite. Was Sie alles wissen, erstaunlich. Nein, nein, gehen Sie nicht. Ich möchte Sie ansehen. Wirklich bildschön. Werfen Sie mir das Feuer rüber. So, Sie reisen morgen ab? Ja, wir reisen morgen ab, wenn der Wagen fertig wird. Sie haben wirklich nichts dagegen, wenn ich mitkomme? Nein, nein. Ich freue mich darauf. Werden Sie am besten bleiben? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sie könnten wieder einsam werden. Ich kenne die Einsamkeit. Ich war heute so einsam, dass ich sterben wollte. Ich weiß, Sie haben es erwähnt. Ich möchte Ihnen erzählen, warum. Hören Sie, ich möchte jetzt gern unter die Dusche. Ich komme gerade aus dem Gefängnis. Ich wurde heute entlassen. Wie gesagt, wir reisen morgen ab. Vielleicht gefällt es Ihnen. Mr. Masterson. Sie brauchen sich nicht auszuweisen. Ich habe Sie gleich am Geruch erkannt. Meine Nase ist nicht so gut. Ihre Papiere bitte. Der Chef hat uns hergeschickt, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen.
Sergeant Masterson. Ich sterbe vor Neugier. Was wollen Sie wissen? Sind viel rumgekommen. Siehst du an. Afrika, Anzio, Normandie. Warum tragen Sie die Auszeichnung nicht am Revier? Sie tragen Ihre Dienstmarke auch nicht zur Schau. Ich bin gerne inkognito. Was wollen Sie noch wissen? Alles, was wir wissen wollten, steht hier auf diesem Zettel. Sie haben ihn wahrscheinlich noch nicht gelesen. Lieber Sam, bin zum Busbahnhof gefahren, um mir meine Fahrkarte nach Ridgeville auszahlen zu lassen. Bis gleich, Tony. Hatte sie einen Unfall? Sie sitzt im Gefängnis und zwar für lange Zeit. Was ist der Grund? Verstoß gegen die Bewährung. Bewährung? Ich verstehe nicht. Diebstahl. Laut Bewährungsvorschrift sollte sie nach ihrer Freilassung mit dem nächsten Bus nach Ridgeville fahren. Wir haben sie vor einer Stunde geschnappt, als sie sich ihr Ticket auszahlen ließ. Kann doch sein, sie wollte mit dem Zug fahren. Vielleicht wollte sie per Anhalter fahren, kein Gesetz. Das hat sie aber leider nicht als Grund angegeben. Nein? Nein. Sie hat uns erklärt, sie hätte jetzt eine Arbeit und Sie wären ihr Arbeitgeber. Und? Was ist dagegen einzuwenden? Nichts, wenn Sie es beweisen können. Aber ein guter Rat von mir, ich würde es nicht versuchen. Jake und ich sind nicht besonders scharf darauf, vor Gericht auszusagen. Aber wir tun es. Wiedersehen. Beweisstück A, falls Sie Schwierigkeiten machen. Hey, einen Augenblick, Bulle! Sie haben kein Recht, Ihre Sachen mitzunehmen. Wollen Sie auch mitkommen? Kleiner, ängstlicher Junge. Du wirst gleich deinem alten Freund einen großen Gefallen tun. Wie sind die Aussichten für die Wahl an diesem wundervollen Morgen? Die Aussichten sind gut, wie jeden Morgen. Entschuldigen Sie, Miss, St. John. St. John. Bobby. Wunderbar. Was kann ich für Sie tun? Ist er da? Ja, aber um diese Zeit empfängt er noch niemand. Wollen Sie nicht warten? Wissen Sie, ich hab's im Moment etwas eilig. Würden Sie ihm eine Notiz reinbringen? Wenn er sich bei mir meldet. Hier. Ich nehme jetzt Anrufe entgegen. Ja, bitte? Dieser Herr möchte Sie gern sprechen. Er sagt, es ist sehr wichtig. Sagen Sie, ich bin... Nein, warten Sie. Lassen Sie nur, ich sag's ihm selbst. Sammy! Sammy Masterson! Der kleine Walter O'Neill. Ein alter Jugendfreund, Miss St. John. Hätte ich kaum wiedererkannt, Sam. Ja, mir geht's genauso, Walter. Aber ich habe zufällig dein Bild gesehen. Mein Bild? Ah, ja, verstehe. Natürlich. Ich will jetzt nicht gestört werden, außer es ist sehr wichtig. Ja, Mr. O'Neill. Wie lange ist es her? Oh, 17, 18 Jahre, würde ich sagen. So lange? Wir waren Kinder, wir drei. Erinnerst du dich? Ja, die drei Freunde. Danke. Wie sieht sie aus? Wundervoll. Haben Sie geheiratet? Ich weiß. Hast du es gut getroffen, ne? Sieht so aus. Und wie lief's bei dir? Bin rumgezogen, hab viel gesehen. Du weißt, ich halt's nirgends lange aus. Womit verdienst du dein Geld? Jetzt oder hauptsächlich? Hauptsächlich. Ich spiele. Du bist ein Spieler? Ja, sicher. Ich bin Berufsspieler. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle bemerken, dass das ganze Leben ein Spiel ist. Nicht nötig, ich weiß schon. Einer gewinnt, einer verliert. Mir ist absolut klar, was du meinst. Bitte entschuldige, Sam, aber das Gespräch ist etwas, wie soll ich sagen? Möchtest du was trinken? Sag mal, ist das nicht ein bisschen früh? Ich habe nicht mal gefrühstückt. Auf uns. Du hast mich überredet. Gieß schon ein. Nett, dass du mich besuchst, Sam. Ich wollte dich nicht stören, aber du kannst mir helfen. Geht um eine Frau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du bei einer Frau Hilfe brauchst. In dem Fall schon. Sie ist im Gefängnis. Was hat sie getan? Bewährungsauflagen verletzt. Ihr Name ist Tony Maracek. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann, Sam. Du kannst und du wirst.
Auf die alten Zeiten. Hm. Auf die alten Zeiten. Danke. Entschuldige. Mrs. O'Neill ist da. Sagen Sie, ich komme gleich. Sie besucht mich meistens, wenn sie in der Stadt ist. Ich würde Sie gern begrüßen. Mrs. O'Neill möchte reinkommen. Ja, Sir. Oh, entschuldige, ich wusste nicht, dass du nicht allein bist. Hallo? Hallo? Ich heiße Masterson. Sam Masterson. Ich werde draußen warten. Sammy Masterson. Oh! Hallo! Vielleicht sollten wir das wiederholen. Hallo! Warum hast du mich nicht angerufen? Er ist eben erst gekommen. Nun, du bist groß geworden, Sam. Ich war immer groß für mein Alter. Erinnerst du dich noch? Ja, ich erinnere mich. Woran erinnerst du dich noch? Naja, es sind viele Dinge. Ich hätte nie gedacht, dass aus dem kleinen, dünnen Mädchen mal so eine wunderschöne Frau werden würde. Ich danke dir. Auf meine Frau. Klingt irgendwie merkwürdig. Was denn? Wie du meine Frau sagst. Tatsächlich? Oh, sei nicht gleich sauer, Walter. Ich meine, sie war für mich die kleine Martha. Du weißt, wie das ist. Man trägt ein Bild mit sich rum, eine Erinnerung an die Kindheit. Wie lange bleibst du hier, Sam? Kann ich nicht genau sagen. Hängt von unserem Staatsanwalt ab. Oh. Ja, aber höchstens 2-3 Stunden. Das ist aber schade. Ich kann es leider nicht ändern. Ich möchte nicht gestört werden. Schon gut, Walter. Du bist ein vielbeschäftigter Mann. Ich gehe. Und danke. Vielen Dank. Wiedersehen, Martha. Bist du nicht froh, dass du damals den Zirkuszug verpasst hast? Ich weiß es nicht. Wo kann ich dich erreichen, Sam? Oh, im Gable Hotel. Und vergiss nicht, worum ich dich gebeten habe. Ich tue mein Bestes. Tu das. Ich hoffe, du gewinnst die Wahl. Danke. Ich gewinne. Bist du sicher? Frag Martha. Sicher. Sichere Sache. Nimmst du eine Wette an? Auf sichere Dinge lässt sich nicht wetten. Ach ja? Du würdest dich wundern, auf was sich alles wetten lässt. Hartnäckig, unser Sam. Danke. Und sehr von sich überzeugt. Das war er immer. Das war das erste Mal, dass du aus der Fassung geraten bist. Das war mir nicht bewusst. Ich hab's gemerkt. Kam etwas überraschend. Tja, für mich auch. Sam würde nie etwas sagen. Ich weiß noch, wie du das gesagt hast. Glaubst du, er tut's? Wieso glaubst du, dass er's nicht tut? Wie lange ist er schon hier? Gestern Abend ist er gekommen. Hat er dir von sich erzählt, wo er war, was er gemacht hat? Du solltest eher fragen, was er gewollt hat. Und, was will er? Er kommt sich sehr schlau vor. Sam ist schon immer ein schlauer Junge gewesen. Ja, und er will von mir, dass ich seine Freundin aus dem Gefängnis hole. Seine Freundin? Das hat er jedenfalls behauptet. Und was will er wirklich? So viel er kriegen kann. Er ist ein Schlitzohr, ein ganz ausgekochter Bursche. Ich muss mich täglich mit diesen Typen beschäftigen. Hast du nicht bemerkt, dass er uns erpressen will? Ich habe keine Erfahrung mit Kriminellen. Wirst du bekommen, wenn Sam anfängt, dich in die Mangel zu nehmen. Lass das Mädchen frei. Vielleicht nimmt er sie und verschwindet. Einfach so. Und sich die Chance entgehen lassen, ein paar Millionen zu verdienen? Wenn du das Mädchen freilässt, werden wir es ja sehen. Auf Wiedersehen, Miss St. John. Ja, Mr. O'Neill. Ich wünsche eine Überprüfung von Samuel Masterson. Er ist zurzeit Gast im Gable Hotel. Miss St. John, schließen Sie die Tür. Überprüft alle Autowerkstätten. In einer steht sein Wagen. Bitte bleiben Sie hier. Überprüft alle Banken. Rufen Sie Privatdetektiv McCarthy. Er soll sofort herkommen. Ich wollte mich ein bisschen bilden, während ich warte. Das Leben des Dr. Samuel Johnson. Hast du gedacht, ich würde dich so lange warten lassen? Ich wollte mir nur die Bilder ansehen. Ich habe deine Nachricht erhalten, als ich ins Hotel gekommen bin. Ich wollte, dass du anrufst. Ich dachte, es macht dir nichts aus, wenn ich persönlich erscheine.
Ich habe damit gerechnet. Wieso? Ich hatte heute Morgen den Eindruck, du würdest auf alles wetten. Fast alles, wenn es eine reelle Chance gibt. Ich wette, du willst meine Lebensgeschichte hören. Was wettest du? Meine Geschichte gegen deine. Gut, abgemacht. Also, du bist am 27. September 1928 hier weggegangen. So exakt? Woher weißt du das Datum noch so genau? Wie könnte ich das vergessen? Früher hielt ich das hier für den schönsten Ort der Welt. Und nun machst du ihn wirklich dazu. Er war dunkel und hässlich als sie noch. Ich hasse es. Komm mit. Ich zeig dir, wie sich der Rest des Hauses verändert hat. Na schön, eine kleine Bildungsreise kann nie schaden. Nachdem meine Tante gestorben war, wollte der Nachlassverwalter das Haus schließen und mich auf eine Privatschule schicken. Aber Mr. O'Neill... Mister? Sehr förmlich, wie du von deinem Mann sprichst. Nein, ich spreche von seinem Vater. Mr. O'Neill war mein Lehrer, erinnerst du dich nicht? Ach ja. Nachdem meine Tante gestorben war, hat er zusammen mit Walter hier gewohnt. War natürlich bequemer. Das ist Walters Zimmer. Edel. Wirklich edel. Du hast also die ganze Zeit hier gelebt. Ich war ein paar Jahre auf dem College. Mr. O'Neill, Walters Vater. Ach. Walters Vater hielt es für besser, wenn ich eine Zeit lang von hier wegginge. Mr. O'Neill, Walters Vater, hat sich rührend um alles gekümmert? Ja, er hat sich um alles gekümmert. Und das hat dir nicht gefallen? Lass uns von was anderem reden. Und worüber? Das überlasse ich dir. Das ist das Esszimmer. Sag mal, ist das nicht ein bisschen eng? Also gut. Ich würde mich gerne über Walter unterhalten. Wann habt ihr geheiratet? Wann oder warum? Wann, habe ich gefragt. Nachdem ich mit dem College fertig war. Gut. Und warum hast du ihn geheiratet? Wechseln wir das Thema. Wovon wollen wir reden? Von dir. Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe die Stadt mit dem Zirkus verlassen. Du wolltest auch mitkommen. Hab mich mit den Tieren angefreundet und eine schöne Zeit verbracht. Wenigstens meistens. Nur meistens? Ja, ich bin ehrgeizig geworden, das hat alles verändert. Es hat mir nicht mehr gereicht, mit fremden Tieren befreundet zu sein. Ich wollte meine eigenen Tiere haben. Also habe ich welche gekauft. Mein Löwe hat Reute bekommen und die Affen angesteckt. Die Tiere wurden für mich eine große Belastung. Ich musste sie loswerden und verlor dabei mein ganzes Geld. Ich schlich weg wie ein Dieb und nahm mir vor, mich mit Menschen zu befreunden. War keine schlechte Verbindung. Ich als Spieler und die Menschen als Publikum. Das bringt uns zu meinem 21. Geburtstag, als ich zum Mann wurde. Offiziell. Wie fühlt man sich, wenn man offiziell zum Mann wird? Es kam mir bekannt vor. Wie hast du dich gefühlt, als du offiziell zur Frau wurdest? Es kam mir auch bekannt vor. Wenn das nicht das Zimmer ist, in dem wir... Erinnerst du dich, Sam? Natürlich. Das einzige Zimmer, das ich nicht verändert habe. Kommt mir wie gestern vor, dass ich durch das Fenster reingestiegen bin. Wir wollten an dem Abend zusammen weglaufen. Du erinnerst dich wirklich? Ja. Und Walter hat mich reingelassen. Ich bin oft hier, Sam. Kleine Mädchen werden erwachsen. Aber sie hören nie auf, mit Puppen zu spielen. Es gab einen Sturm in dieser Nacht, ein schlimmes Gewitter. Ich hatte Angst davor. In dem Güterwagen hast du behauptet, du hättest keine. Ich wollte es nicht zugeben. Ich wollte sein wie du und keine Angst zeigen. Daran müsstest du dich eigentlich erinnern, Sam. Ja, irgendwie erinnere ich mich. Nein, nicht so, Sam. Nicht nur mir zuliebe, sondern weil es wahr ist. In Ordnung, es stimmt. Wir waren damals noch Kinder. Das hat sich geändert. Richtig, Martha, wir sind keine Kinder. Die Zeit der Träume ist vorbei. Ich hatte nur einen Traum, Sam. Er wurde erfüllt, du bist hier. Und Walter auch. Aber zwischen Walter und mir ist ich nichts, will nichts versucht, wissen. Mich zu verstehen. Ich hab schon verstanden. Mir war alles klar, als ich euch zusammen im Büro gesehen habe. Die Art, wie er dich ansieht, hat mir eindeutig gezeigt, dass er dich noch immer abgöttisch liebt. Sam, wenn du in Iverstown bleiben willst... Ich bleibe nicht in Iverstown. Also gut, Sam, was willst du dann? Was ich will? Ja, warum kommst du her? Die Straße hat eine Kurve gemacht und ich... Antworte mir! Hey, Moment mal. Das klingt ja wie ein Befehl. Das klang eben genau wie bei deiner Tante. Sag das nie wieder, hörst du? Sag das nie! Glaub mir, ich bleib nicht lang genug hier, um das zu wiederholen.
Ich warte nur, bis eine junge Dame aus dem Gefängnis entlassen wird. Und wenn mein Wagen in Dempseys Werkstatt endlich fertig ist, dann fahre ich nach Westen. Glaube, du meinst es ernst. Was dagegen? Nein. Wie sollte ich? Jetzt wissen müssen, war dumm von mir. Was wissen müssen? Wer und wie du bist. Es tut mir leid, dass du von hier weggegangen bist. Sam, nur wegen der alten Zeit. Ja, sicher nur wegen der alten Zeit. Wiedersehen, Martha. Dempseys Werkstatt? Oh ja, Mrs. O'Neill. Mrs. Walter O'Neill? Ja, Ma'am. Ja, das ist mir sogar sehr recht. Wir sind im Moment voll ausgelastet. Habe ich gern getan. War mir ein Vergnügen, Mrs. O'Neill. Hier ist noch etwas für Ihren Bericht. Mrs. O'Neill will nicht, dass dieser Herr die Stadt verlässt. Noch nicht. Gut, Dempsey, danke. Was zu trinken? Danke. Hier war nicht viel über ihn zu erfahren. Die Berichte von außerhalb sind noch nicht da, aber spätestens in ein paar Stunden werden wir alles über ihn wissen. Und was gibt es bis jetzt? Er ist bekannt als Spieler. Oft pleite gewesen, taucht aber immer wieder mit einer Menge Geld auf. Die Polizei versucht seit langem herauszufinden, wo er das Geld her hat. Ohne Erfolg. Oft verhaftet, nie verurteilt. Mordanklage in San Francisco. War Notwehr. Laut Militärunterlagen ist er ein Held. Der Wagen in Dempseys Werkstatt? Laut den Zulassungspapieren ist er der Besitzer. Was hat der Wagen? Eingedrückter Kühler. Und wann wird der Wagen fertig? Wann? Von wem hat Dempsey diesen Anruf bekommen? Haben Sie es herausgefunden? Ich weiß von wem. Wer war es? Mrs. O'Neill. Danke. Ja, Mr. O'Neill? Verbinden Sie mich mit dem Frauengefängnis. Deputy Baker, bitte. Ja? Ihr Gespräch, Mr. O'Neill. Direktor Elizabeth Baker ist am Apparat. Hallo? Die Frau, über die wir heute gesprochen haben. Ja. Bringen Sie sie um 8 her. Ich will mit ihr sprechen. Wissen Sie, wie spät es ist? Es ist 8:05. Danke. Ich warte auf meine Freundin. Sie wird entlassen. Sagen Sie, ich habe Sie hier noch nie gesehen. Nein, ich bin fremd hier. Aha. Und Sie warten auch auf niemand. Sie ist auch fremd hier. Ja, und sie sollte schon vor Stunden rauskommen. Sie haben Schwierigkeiten, Miss Maracek. Das Gesetz ist eindeutig bei Verletzung von Bewährungsauflagen. Das Gesetz ist immer eindeutig. Jetzt müssen Sie die 5 Jahre absitzen. Ja, das habe ich bereits gehört. Warum haben Sie gelogen und behauptet, Sie arbeiten für Mr. Masterson? Sie würden es auch nicht glauben, wenn es die Wahrheit wäre. Hat er sich die Geschichte ausgedacht? Nein, er hat damit nichts zu tun. Mir scheint, Sie mögen ihn sehr gern. Sie wollen sicher nicht, dass ihm etwas passiert. Empfindet er dasselbe für Sie? Wollen Sie wirklich 5 Jahre im Gefängnis verbringen? Worauf wollen Sie hinaus? Überlegen Sie, 5 Jahre. Und dieses Mal müssen Sie jeden Tag davon absitzen. Es muss aber nicht sein. In Ordnung, raus damit. Was muss ich dafür tun? Tony? Tony! Tony! Hallo, Sam. O'Neill hat mir gesagt, du wirst 6 Uhr entlassen. O'Neill? Ja, der Staatsanwalt ist ein alter Freund von mir. Ich habe ihn um einen Gefallen gebeten. Und du bist frei. Zwar spät, aber frei. Irgendetwas mit den Papieren war nicht in Ordnung. Ich habe mir schon Sorgen gemacht.
Was hast du, Kleines? Tony, sieh mich an. Ich möchte was trinken. Oh, du kannst bestellen, so viel du willst. Hey, Taxi! Für dich gebe ich eine richtige Willkommensparty. Hey, Taxi! Danke. Spaghetti. Sehen gut aus. Ja, sind sie auch. Fang an, iss. Ich habe eigentlich keinen Hunger. Mein Magen ist wie zugeschnürt. Hier, das hilft. Ich wäre lieber tot als im Gefängnis. Vergiss es, du bist frei. Wenn du gesessen hättest, würdest du mich verstehen. Ich verstehe dich. Ich versuche dir zu erklären, warum ich gesessen habe. Seit gestern Abend. Du hörst nie zu. Ich will es nicht wissen. Ich will, dass du jetzt zuhörst. Bitte. Gut, wenn es dich glücklich macht. Ich möchte, dass du es verstehst. Sie haben mich zu 1 bis 5 verurteilt. 1 bis 5 Jahre. Ist eine lange Zeit. Ist eine Ewigkeit. 3 Monate habe ich gesessen, bevor der Prozess überhaupt eröffnet wurde. Kann den anständigsten Menschen passieren. Ich bin sicher kein anständiger Mensch. Ich bin nur Tony Maracek. Woher haben Sie den Pelzmantel, hat mich der Richter gefragt. Von einem Mann, habe ich gesagt. Er hat gesagt, dass er mich liebt und er hat mir den Mantel geschenkt. Klingt nicht sehr glaubwürdig, sagte er. Aber es ist die Wahrheit, glauben Sie mir. Ich habe den Mantel nur verpfändet, weil ich Geld brauche. Wo ist der Mann, fragte er. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nie mehr gesehen. Vielleicht ist er auf den Mond geflogen. Sie werden nicht wegfliegen, sagte der Richter. Das Urteil für Diebstahl ist 1 bis 5 Jahre. Und warum hast du Bewährung bekommen? Keine Vorstrafen. Weißt du, was Bewährung bedeutet? Ja, sicher. Sie haben dich immer am Haken. Angst, dass du verfolgt wirst. Entspann dich, du bist frei. Ich fühle mich nicht gut. Soll ich dich ins Hotel bringen? Oh nein, nein, bitte. Es geht schon wieder. Ja? Zieh deinen Mantel an. Was soll das? Hol deinen Mantel. In Ordnung, Joe. Was ist hier los? Ich war eben in deinem Hotel. Nett arrangiert das Ganze. Doppelzimmer mit Verbindungstür. Ist echt klasse. Was hat dir der Kerl versprochen, wenn du mitkommst? Entschuldige, Joe, bitte reg dich nicht auf. Sie ist meine Frau. Schon gut, du kannst sie haben. Und behalten. Und jetzt verschwinde. Du auch. Ich werde das aber nicht so hinnehmen. Joe, bitte mach keinen Ärger. Es gibt keinen Grund, Ärger zu machen. Doch, den gibt es. Einem Klugscheißer muss eine Lehre erteilt werden, damit er nicht allzu übermütig ist. Willst du es hier oder gehen wir raus? Ah, gehen wir raus, da gibt es mehr Platz. Wir können gleich durch die Hintertür rausgehen. Sam! Sei still. Du wartest hier. Sehr gut, Tony. Hast deine Sache gut gemacht. Und jetzt hau ab. Yes, sir.
passiert? Gar nichts. Ich komme von einem Maskenball. Sie nur los, sie nimmt den nächsten Bus. Hör auf. Heulen hilft jetzt auch nichts mehr. Ich höre auf. Ich müsste dich verprügeln. Wahrscheinlich habe ich das auch verdient. Wieso? 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 Heute Abend habe ich versucht, es dir zu erklären. Okay, jetzt will ich es wissen. Bevor ich freigelassen wurde, war ich beim Staatsanwalt. Bei O'Neill? Bei Walter O'Neill? Ja, richtig, so war sein Name. Weiter, Sie haben dich in sein Büro gebracht. Er hat mir viele Fragen gestellt, vor allem über dich. Über mich? Über dich und mich. Ja. Er wollte wissen, warum du wiedergekommen bist. Immer wieder hat er diese Frage gestellt. Was noch? Es waren so viele, ich habe sie vergessen. Versuch es. Ich bin völlig durcheinander. Wer waren die Kerle, die mich zusammengeschlagen haben? Sie sollten dir nur Angst einjagen. O'Neill will, dass du verschwindest. Und wenn ich nicht mitspiele, lande ich wieder im Gefängnis, hat er gesagt. Wer, O'Neill? Nein, nein, der andere, Mr. O'Neill, hat inzwischen das Büro verlassen. Das passt zu ihm. Sie wollten dir nicht wehtun. Uns hat gereicht. Wenn ich mitspiele, wird mir die Strafe erlassen. Wenn nicht, gehe ich für 5 Jahre ins Gefängnis. Und da habe ich es getan. Jetzt kannst du mich schlagen, Sam. Ich habe es wirklich verdient. Was du wirklich brauchst, das ist Ruhe. Ich gehe zurück in die Stadt. Sie wollen dich nicht, Sam. Bitte mir geh egal, nicht. Ich was weiß Sie wollen. Nicht, warum, ich lass mich einfach Sie abschieben. Wollen ich dich nicht. Jetzt hör mir zu. Ich will nicht rumgeschubst werden. Ich will nicht, dass Menschen, die ich mag, rumgeschubst werden. Ich will, dass niemand rumgeschubst wird. Tony, du tust jetzt, was ich sage. Ich will, dass du den nächsten Bus nimmst und wir treffen uns dann, wo immer du willst. Ich gehe mit dir zurück in die Stadt. Gut. Das wollte ich hören. Einen Augenblick, Sir. Bringen Sie mich zu Mr. O'Neill, da passiert Ihnen nichts. Ja, Mr. Masterson. Ich habe Sie nicht gleich erkannt. Sag deinem Butler, er soll Martha herholen. Holen Sie bitte Mrs. O'Neill, John. Ich glaube, wir drei müssen uns unterhalten. Aber vielleicht sollten wir zuerst die Spielregeln festlegen. Du siehst schrecklich aus, Sam. Willst du was trinken? Danke. Über Sam Masterson. Hier, trink. Ich habe meinen schon getrunken. Danke. Du bist nicht in Form, Walter. Ich dachte für einen Moment, du wärst tot. Ich wollte nicht abdrücken. Ich wollte lieber nicht drauf ankommen lassen. Steh auf. Ich habe mir das angesehen, während du ohnmächtig warst. Ich hätte dir einen viel ausführlicheren Bericht über mich geben können, wenn ich es gewusst hätte. Jetzt weißt du es. Frag Martha, sie wird es dir erklären. Was erklären, Sam? Die Informationen bezüglich eines gewissen Sam Masterson, seiner Einstellung zum Leben und zur Liebe. Walter sieht es etwas falsch. Du bist verletzt? Den anderen hat's mehr erwischt. Was ist passiert? Das.
Ist einem aus der Tasche gefallen, als sie mich zusammengeschlagen haben. Privatdetektive. Was ist los, Walter? Kein Vertrauen mehr zu deiner Polizei? Du hast recht, Sam. Die Kerle haben die Arbeit für mich erledigt. Die Idee stammt von mir. Sie sollten dir Angst einjagen, damit du verschwindest. Schiefgelaufen. Wir würden jetzt gern hören, wie viel du von uns erpressen willst. Walter! Erpressen? Ja, erpressen. Wie hoch ist der Preis? Vielleicht berücksichtigst du, dass wir alte Freunde sind. Und, mit wem von euch beiden soll ich verhandeln? Mit mir. Wir treffen uns um 3 Uhr in der Fabrik. Ist gut. Ich hoffe, es wird ein erfolgreiches Geschäft. Für uns alle. Es wird ein einmaliges Geschäft, Sam. Versuch's nicht wieder. Was gestern Nacht passiert ist, kann wieder passieren. Und Schlimmeres. Versuch das nicht. Und solltest du meine Warnung vergessen, leg ich dich um. Halt deine Hand unter das Wasser. Jetzt trockne sie ab. Wird ein bisschen wehtun. Ich mag's, wenn du meine Hand hältst. Du hattest Glück. Ja, ich bin ein sehr glücklicher Mann. Und ein Dummer. Er hat mir versichert, dass er nichts von uns will und dass er abreisen würde. Hättest du es mir überlassen? Dein Plan hat mir aber nicht gefallen. Die Möglichkeiten eines Staatsanwaltes in einer Kleinstadt sind wirklich enorm. Du fühlst dich wie Gott. Du erfährst alles. Bis ins kleinste Detail. Auch von einem Anruf in Dempseys Werkstatt. Sam wird Iverson heute verlassen. Das hat er gesagt. Ich will, dass du es sagst. Es liegt bei ihm. Nein, es liegt bei dir. Ich kenne dich, Martha. Ich kenne dich besser als mich. Ich beobachte dich seit Jahren. Eine Gefangene, die darauf wartet, befreit zu werden. Und da erscheint Sam. Weißt du, was ich vor mir sehe, Martha? Wenn ich an Sam denke, meine ich. Ich denke ja. Und ich will, dass es ein Gedanke bleibt. Wenn nicht, werde ich es dir rechtzeitig sagen. Was hat O'Neill gesagt? Macht er uns Schwierigkeiten? Nein, nein, den habe ich richtig eingeschätzt. Er ist ein kleiner, ängstlicher Junge. Kaffee bitte, schwarz. Martha ist nicht so leicht einzuschätzen. Martha? Mrs. O'Neill. Wir drei waren Freunde. Habt ihr davon erzählt? Danke. Und wie ist sie heute? Was meinst du? Sie ist hübsch, nicht wahr? Sie ist wunderschön. Jetzt frage ich mich, warum lebt eine schöne, reiche Frau mit einem Mann zusammen, den sie nicht ausstehen kann? Woher weißt du das? Ich weiß es. Klingt fast, als wärst du verliebt in sie. Oh, klingt eifersüchtig. Warum nicht? Wann fahren wir? Sobald der Wagen fertig ist. Was machen wir bis dahin? Ich weiß, wir könnten nachsehen, was aus deiner Familie geworden ist. Ja. Jetzt weiß ich es genau. Am 27. September 1928 habe ich die Stadt verlassen. Woher weißt du das genaue Datum? Würdest du dich nicht an ein Datum erinnern, auch wenn es schon lange zurückliegt? Nein, außer es wäre was Besonderes passiert an dem Tag. Ja. Trink deinen Kaffee aus, wir sehen uns das Zeitungsarchiv mal an. Das Archiv? Ja, vielleicht kann ich da etwas über meine Familie erfahren. Und danach kaufe ich dir was Hübsches. War ein merkwürdiger Fall. Jahrelang ungelöst. Eines Tages haben sie einen Mann verhaftet, der eine Werkstatt überfallen hat. Der Mann hatte früher für Mrs. Ivers gearbeitet. Beim Prozess stellte sich heraus, dass er die alte Dame ermordet hat. Ist mein Lieblingsfall. Hier ist ein Bild von ihm. Er sieht eher harmlos aus. Ja, harmlos und ein bisschen verängstigt. Ich habe ihn während des Prozesses beobachtet. Er hatte keine Chance. O'Neill hat ihn richtig in die Mangel genommen. Was, Walter O'Neill? Ja, genau der. Das Ganze war sehr dramatisch. Er war ja mit der Nichte der Ermordeten verlobt. Er war brillant. Das Urteil war einstimmig. Was hat er bekommen? Er wurde gehängt. Interessant, nicht? Einen Mörder nach so vielen Jahren noch zu finden. Steht alles hier drin. Lassen Sie sich Zeit. Ja, vielen Dank. Ja? Mr. Masterson ist gekommen.
Schicken Sie bitte rein. 3 Uhr, auf die Minute. Auf die Minute, komm rein, Sam. Warum hast du mich nicht warten lassen? Du weißt, große Manager lassen einen immer warten. Gute Manager nicht. Ich wette, du bist gut. Ja, Sam. Ist gut eingefangen, nicht? Das Gefühl in einer Fabrik. Als deine Tante noch hier war, bin ich nicht mal durchs Tor gekommen. Heute bin ich gern gesehen. Oder etwa nicht. Ich hab dich eingeladen. Martha, hat sie dir alles hinterlassen? Ich war ihre Alleinerbin. Ich werde nie vergessen, wie sie an dem Abend plötzlich in der Tür stand, gestützt auf ihren Stock. Ich will nichts davon hören. Schon gut, in Ordnung. Du hast dich verändert seit heute Morgen. Du riechst so frisch. Ja, ist wahrscheinlich mein Rasierwasser, das so herb und frisch riecht. Ich wette, ich rieche so gut wie du und Walter zusammen. Was willst du? Ich glaube, ich bekomme, was ich will. Ich habe den richtigen Dreh gefunden. Ein Dreh ist etwas, was für dich arbeitet. Du brauchst dann selbst nicht mehr viel zu tun. Ganz einfach. Und was genau kostet mich dein Dreh? Es kostet genau die Hälfte. Die Hälfte von was? Sag du es mir. Ist gut, Sam. Komm her. Mein Vater war hier Hilfsarbeiter. Meiner auch, wenn er nüchtern war. Jetzt gehört es mir. Jetzt bist du quitt. Jetzt bin ich quitt. 21 war ich, da habe ich die Fabrik mit 3000 Arbeitern übernommen. Jetzt sind es 30.000. Das Werksgelände reicht jetzt runter bis zum Fluss. Und ich habe es ganz allein geschafft. Ohne Walter, ohne seinen Vater. Sam, ich ganz allein. Die Hälfte davon wäre nicht zu verachten. Damit wärst du mein Partner. Daran habe ich gedacht. Du hast damals mit nichts die Stadt verlassen und das könnte dir wieder passieren. Du weißt, ich muss dir nichts geben, wenn ich nicht will. Aber du willst es doch. Hey, Toni! Komm her, schnell! Ja, Sam? Wünsch dir was. Ich war einkaufen. Ein Wunsch, er wird erfüllt. Du fühlst dich gut? Ja, wie im Rausch. Ich hab getrunken. Was hast du getrunken? Einen Becher voll Gold. Ich hatte einen Volltreffer. Toni, du bringst Glück. Von jetzt an bleiben wir zusammen. Ist das dein Ernst, Sam? Glaubst du wirklich, ich bringe dir Glück? Ich weiß es und das ist das Beste, was einem Spieler passieren kann. Toni Maracek, das Glückskind. Toni Maracek, mein Glücksbringer. Bitte verlass mich nicht, Toni Maracek. Jetzt bin ich die Gewinnerin. Nicht sehr klug von mir, aber ich sage, was ich denke. Man geht die Straße runter und ein Mädchen bittet um eine Zigarette. Und Streichhölzer, Sam. Das Leben ist komisch. Das klingt philosophisch. Es ist die Wahrheit. Weißt du, was ich fühle, Sam? Nein, sag's mir. Du weißt es genau. Auch wenn es irgendwann zu Ende ist, werde ich... Man sollte nie von Dingen sprechen, die man nicht kennt. Ich habe mir neue Sachen gekauft. Wie gefallen Dann sie dir? Lass mal ansehen. Na, was sagst du? Gefällt's dir? Wenn du es trägst. Hallo, Sam. Toni? Ja, Sam. Ich habe alles gehört. Darf ich erfahren, wie du hier raufkommst, ohne Anmeldung? Ich genieße Privilegien in diesem Hotel, Sam. Es gehört mir. Das ist Mrs. O'Neill, Toni. Hallo? Das ist also das Mädchen. Toni ist mein Name. Antonio Maracek. Die Sachen stehen dir wirklich gut. Man braucht nur die richtige Figur dafür. Sie ist ein sehr hübsches Mädchen. Die nächste Vorstellung beginnt um 8. Im Schlafzimmer oder hier? Toni? Ja, Sam. Mrs. O'Neill möchte sich bei dir entschuldigen. Es tut mir unendlich leid. Schon gut geschenkt. Toni? Ja, Sam. Ich muss noch mal geschäftlich weg. Deshalb bist du doch gekommen. Ja. Ich bin bald wieder zurück. Wo sollte ich schon hingehen? Ich warte hier. Ich mag sowas nicht. Ich habe mich entschuldigt. Ja, aber es klang nicht so. Wenn es dir nicht gefallen hat, kann ich es wiederholen. Vergiss es.
Lass uns gehen. In so einem Hotel bin ich in meinem Leben noch nie gewesen. Ich in zu vielen. Genau wie sie in Büchern beschrieben werden. Jalousien, Scotch und Gläser. Lass uns hier bleiben, Sam. Nein. Wir können uns Essen raufbringen lassen. Ich habe keine Lust, hier zu essen. Schon gut, Sam. Lass uns gehen. Wie ist deine Tony Maracek eigentlich? Dasselbe hat sie mich über dich gefragt. Was hast du mit ihr vor? Oh, sie ist sehr unabhängig. Sah nicht so aus. Woher kennt ihr euch? Wir wohnten im selben Haus. In Iverstown? Ja. Wann? Jetzt. Und hier und da. Ich würde jetzt gerne etwas trinken. Um nochmal auf deine Antonia zurückzukommen. Habt ihr noch andere Dinge gemeinsam? Ja, Taxis, Hotels und Bibeln. Und eine Abneigung gegen bestimmte Menschen und Orte. Das klingt ja nach einem vielversprechenden Anfang. Wie lange kennst du sie jetzt wirklich? Genau seit vorgestern. Und wie lange kennst du mich? Martha, ich habe das Gefühl, ich kenne dich überhaupt nicht. Was ist? Reden wir über das Geschäft? Ja, lass uns gehen. Ober? Ja, Sir. Die Rechnung, bitte. Ja, Sir. Ein Whisky-Soda. Vielen Dank. Warte draußen. Sam, was warte ist? Warte draußen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Den geben Sie ihm zurück, wenn er wieder aufwacht. Sagen Sie ihm, ich führe genau Buch und zahle all meine Schulden zurück. Warum hast du nicht draußen gewartet? Ich wollte es sehen. Zufrieden? Du wolltest ihn umbringen, nicht wahr? Ja. Ist es hier? Ja. Schöner Wagen. Weißt du, was mit Lots Frau passiert ist, als sie zurückgeblickt hat? Was? Sie ist zur Salzsäule erstarrt. Und was geschah mit Lot? Er ging weiter, ohne sich umzusehen. Du bist ja bibelfest. Wärst du auch, wenn du so viel Zeit in Hotelzimmern verbringen würdest wie ich. Lässt sich nachholen. Komm, lass uns aussteigen. Ich liebe es, von hier oben über die Stadt zu blicken. Von hier oben erscheint sie einem irreal. Sie ist real, sogar sehr real. Sie zu besitzen bedeutet Macht. An meiner Stelle würdest du es verstehen. Ivers, 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 Ivers. Wenn mich jetzt jemand nach meinem Namen fragen würde, würde ich Master Smith sagen. Moment, hier riecht es nach Rauch. Ich sehe mal nach. Waren sicher ein paar Jungs hier. Sam, bitte lass es brennen. Weißt du noch, früher waren wir immer hier und haben Feuer gemacht. Ja. Lass es brennen, Sam. Na gut. Ich weiß noch wie heute. Das war unsere Wirklichkeit. Und das hat nicht existiert. Jetzt sahst du eben aus wie Master Smith. Ich wünschte, du wärst nie weggegangen. Ich habe auf dich gewartet. Ich bin stundenlang im Regen gestanden, aber du bist nicht aufgetaucht. Gib mir eine Zigarette, Sam. Ich hätte dich so gebraucht. Ich konnte mit niemandem reden. Oh, wow. Was hast du gesagt, Sam? Ich habe nichts gesagt. Ich habe es leider zu spät erkannt. Viel zu spät. Eins ergab das andere und... Das andere und? Ich möchte nicht mehr davon sprechen. Sprich weiter, Martha. Tut dir gut. Sprich nur. Wo war ich? Eins ergab das andere. Es wäre alles anders geworden, wenn du da geblieben wärst. Ich würde mit dir leben und nicht mit Walter.
Du wärst mir in den Arm gefallen. Hättest mich zurückgehalten, als ich den Stock hob. Du wusstest, wie ich sie hasse. Warum hast du mich nie zurückgehalten? Ich war nicht dabei, Martha. Ich stand da mit dem Stock in der... Du warst gar nicht da. Nein, Martha. Ich war nicht da. Als deine Tante reinkam, bin ich schnellstens verschwunden. Ich wollte nicht, dass sie mich sieht. Ich hatte schon genug Ärger am Hals. Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Bis heute wusste ich nichts über deine Tante und den Mann, der gehängt wurde, den ihr umgebracht habt. Bitte hilf mir. Hilf mir. Gut, Martha. Aber du musst mir alles erzählen. Ja, ist gut, Sam. Ich war überrascht, dass jemand so schnell sterben kann. Ich dachte, sie würde ewig leben, mich verfolgen und mich nie in Ruhe lassen. Und dann war alles ganz anders. Ich dachte, sie würde wieder aufstehen, als ich in mein Zimmer ging. Aber dann bekam ich Angst. Die Polizisten waren sehr nett. Ja, und der Arzt auch. Sie haben die Geschichte geglaubt, genau wie Walters Vater. In dieser Nacht habe ich tief geschlafen. Tief und ruhig. Und wie hast du geschlafen, als der Mann aufgehängt wurde? Mir wurde schnell klar, warum Walters Vater die Geschichte geglaubt hat. Es hatte sich für mich nichts geändert, er nahm ihren Platz ein. Er sah eine Möglichkeit, etwas aus seinem Sohn zu machen, und ich war ihm hilflos ausgeliefert. Ich war oft so verzweifelt, dass ich die Wahrheit sagen wollte. Aber sie haben mir immer neue Schuldgefühle eingejagt und mir ausgemalt, was passieren würde, wenn ich die Wahrheit sage, dass ich verrückt wurde vor Angst. Diese Angst hat er benutzt. Benutzt, um mich schuldig zu machen an einem neuen Verbrechen. Durch meine Aussage wurde ein unschuldiger Mann gehängt. Und dann zwang er mich, Walter zu heiraten. Sam, ich bitte dich, geh nicht wieder weg. Ich brauche dich hier, Sam. Ich fühle mich wie ein Vogel in einem Käfig. Ich sehne mich nach Freiheit, will wieder fliegen. Nur etwas Freiheit, damit ich wieder atmen kann. Oh, Sam, bitte. Bitte bleib, Sam. Nacht, Martha. Toni, bist du noch wach? Toni? Ja? Ich bin Sam. Kann ich reinkommen? Ja, Sam. Kann ich das Licht anmachen? Bitte nicht. Ich habe Kopfschmerzen. Ich war gerade eingeschlafen. Na gut. Ich muss dir etwas sagen, Toni. Ja, Sam. Toni. Du weinst. Du
weinst, weil du uns gesehen hast. Du warst am Fenster und hast uns gesehen. Deshalb bin ich reingekommen, um dir zu sagen, dass Martha und ich... Echt nötig, Sam. Du bist mir keine Rechenschaft schuldig. Vielleicht gerade deshalb. Es hat schon viel früher angefangen und ich weiß auch nicht, wie es ausgehen wird. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht. Was erwartest du denn? Ich weiß es nicht. Es würde mir genügen, wenn du mir die Wahrheit sagst. Wie du an dem Abend, als sie mich zusammengeschlagen haben? Jetzt sind wir quitt. Du hast zurückgeschlagen. Tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen. Versteh doch, Tony. Ich bin sauer auf mich, nicht auf dich. Möchtest du, dass ich gehe? Willst du denn gehen? Es liegt bei dir, Sam. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Nein, du bist hier, weil du es wolltest, weil wir es beide wollen. Und jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir einfach nicht sicher. Hallo, Gable Hotel. Verbinden Sie mich mit Sam Masterson. Leg den Hörer auf. Hallo, Sam. Hier ist Walter. Ich bin sicher, ich störe dich nicht. Martha ist eben nach Hause gekommen. Was willst du? Ich möchte, dass du herkommst. Ja, jetzt. Jetzt gleich. Bist du verrückt? Wenn das Personal... Dem habe ich heute freigegeben. Du bist betrunken. Ja, ich habe einiges getrunken. Aber betrunken bin ich nicht. Ich nehme an, es wäre dumm zu fragen, wo du warst. Ja, das wäre es. Sam wird nicht abreisen, oder? Frag ihn, wenn er hier ist. Die Antwort habe ich schon bekommen. Also keine weiteren Fragen. Nein, ich weiß, was ich wissen wollte. Sam, der Supermann. Sam, der kleine, dreckige Junge aus dem Arme-Leute-Viertel. Ich gehe mich umziehen. Ich möchte nicht, dass er mich zweimal im selben Kleid sieht. Herein. Tony, du willst weg? Der nächste Bus geht in einer Stunde. Tony, ich... Sam, es ist besser, wenn ich gehe. Komm. Sam, ich bin hier geblieben, weil du gesagt hast, du lässt dich nicht gern herumschubsen. Das gefällt mir so an dir. Gehst dem Kampf nicht aus dem Weg. Es hätte sich gelohnt, dafür zu kämpfen. Aber jetzt... Was jetzt? Sam, ich habe sie gesehen. Sie wird dir wehtun. Verlass sie, Sam. Verlass die Stadt, auch wenn du mich nicht mitnimmst. Verlass die Stadt. Ich kann nicht. Gerade jetzt nicht. Du brauchst sicher Geld. Nein, danke. Ich brauche nichts. Wir sehen uns wieder. Ja. Irgendwo. Wo ist Martha? Sie ist noch oben. Macht sich schön für den Anlass. Dann lass uns raufgehen. Warum hast du angerufen? Ich habe da ein Problem, Sam. Vielleicht weißt du eine Lösung. Die Frage ist einfach, was wird in Zukunft aus mir, Martha und dir? Klingt wie ein Gedicht, Sam. Es reimt sich, müsste sich aber auf Mord reimen. Er ist betrunken. Er sitzt seit Stunden hier und trinkt. Zieh einen Strich und ich laufe entlang. Oder frag mich etwas, irgendwas Kompliziertes wie, welche Ziele habe ich im Leben? Ich konnte nicht verhindern, dass er dich anruft. Er ist ein kluges Bürschchen, ein Alleswisser. Er weiß auf alles eine Antwort.
Kannst du auch Träume deuten? Aber jetzt bin ich froh, dass du da bist. Ich habe Angst vor ihm, Sam. Du hast Angst vor mir? Ich hatte einen Traum und du kamst darin vor. In meinem Traum warst du eine äußerst hässliche Leiche. Vielleicht war es ein anderer. In anderen Träumen waren es andere. Du siehst, er ist betrunken. Hast du gesagt andere? Viele andere. Er lügt. Arme kleine Martha. Ihr Leben war so leer. Hat sie dir das auch erzählt, Sam? Ich will, dass er verschwindet. Bitte schmeiß ihn raus. Jetzt bist du die anderen, Sam. All die anderen sind jetzt in dir vereint. Sam, bitte. Lass ihn reden. All die anderen sind jetzt in mir vereint? Ja. Du bist dieser Sportlehrer aus Philadelphia, mit Muskeln anstatt Hirn und Talent für geschmacklose Verse. Du bist der Mann aus Erie. Er hieß Pete, roch nach Fisch und hat gesungen. Dann dieser Footballspieler. Er war durch Staatsexamen gefallen, aber sein Wunsch war, Ingenieur zu werden. Und einer hat einen Platten so gut geflickt, dass sie ihn daraufhin zum Bezirksinspektor gemacht hat. Und noch viele andere. Aber das Schlimmste ist, du bist der einzige Mann, der mir meine Ansprüche auf sie streitig machen kann. Frag sie, Sam. Frag Martha, ob das nicht alles wahr ist. Und wenn's wahr ist? Was hast du erwartet? Sie wollte dich nie heiraten. Wenn du etwas Selbstachtung hättest, dann... Sie hat mich geheiratet, um sicher zu sein, dass ich nichts erzähle. Du lügst. Dein Vater hat sie dazu gezwungen. Wie lange willst du sie noch dafür büßen lassen? Für immer. Was immer mit dir passiert, du hast es verdient. Was wird denn passieren, Sam? Soll ich dir sagen? Sie wird dich überreden, mich zu töten. Wie sie mich überredet hat, einen unschuldigen Mann aufzuhängen. Ich habe dir die Wahrheit gesagt. Sein Vater hat mich dazu gezwungen. Hat sie dir auch erzählt, wie sie im Polizeirevier aufgestanden ist? Wie sie sich den Mann angesehen hat und gesagt hat, ja, das ist der Mann, den ich im Haus gesehen habe. Das ist der Mann, der meine Tante erschlagen hat. Das erschreckte sogar meinen skrupellosen Vater. Meinen armen, lieben, toten, habgierigen Vater. Aber er hat mitgespielt. Und ich auch. Er lügt. Du musst mir glauben, Sam. Glaubst du ihr, Sam? Martha, sag wenigstens jetzt die Wahrheit. Erzähl, dass du Angst hattest vor einem unaufgeklärten Mord. Erzähl, dass du Angst hattest, Macht und Reichtum zu verlieren, die du so sehr liebst. Und die ich inzwischen auch liebe. Weshalb ich Staatsanwalt geworden bin. Sag, warum der Mann gehängt wurde. Sag endlich die Wahrheit. Ich sag die Wahrheit. Sie waren Blutsauger. Sie wollten alles. Alles, was ich wollte, alles, warst du. Alles, was du bist. Ich bin und nichts. Alles, was du hast, du hast mir nichts gegeben. Dann ab! Du bist wahnsinnig. Du hast den Verstand verloren. Und ich auch. Siehst du, Sam, wie gut wir zueinander passen? Zerstöre nicht unser glückliches Heim. Es wird dich treffen oder mich. Und wenn du dich nicht schnell entscheidest, trifft es dich. Wenn du glaubst, ich bin betrunken, irrst du dich. Ich bin krank. Tief in mir bin ich krank. Martha, hilf mir. Bitte. Sam, du glaubst mir doch nicht, wahr? Trinker, alle wissen es. Er ist die Treppe runtergestürzt und hat sich dabei den Schädel gebrochen. Oh, Sam, es wird ganz leicht sein. Thank you.
Ich dachte, du liebst mich. Das habe ich auch gedacht. Und jetzt hast du mich? Nein, du tust mir leid. Ich habe davon geträumt, dass du zurückkommst. Dein ganzes Leben war ein Traum. Ich dachte, du wärst der Mann, den ich als Kind kannte. Martha, du bist krank. Ich konnte zu dir kommen, wenn ich Schwierigkeiten hatte. Martha, du hast den Verstand verloren. Und du hast mir geholfen. Du bist so krank, dass du zwischen Gut und Böse nicht mehr unterscheiden kannst. Du hast getötet. Es steht in deiner Akte. Ich habe niemand ermordet. Geht's wieder? Ja. Du bist die Treppe runtergefallen. Ich erinnere mich. Hast du mich hier reingetragen? Ja. Du hattest deine Chance, Sam. Es ist ein schmaler Grat zwischen Leben und Tod. Du hast gesagt, ich wüsste nicht mehr, was gut oder böse ist. Wäre es für Walter und mich gut, wenn wir die Wahrheit sagen würden? Ich glaube, ja. Sie hängen uns. Man würde euch nicht hängen. Nicht, wenn ihr ein Geständnis ablegen würdet. Ich werde für den Rest meines Lebens im Gefängnis verrotten. Und wofür? Mord. Was war ihr Leben schon wert? Was war sie denn? Ein menschliches Wesen. Eine bösartige, hasserfüllte alte Frau, die nie etwas für jemand getan hat. Ich habe etwas aus ihrem Erbe gemacht. Ich habe Schulen gebaut, Krankenhäuser, Tausenden von Menschen Arbeit gegeben. Und wer war er? Er war auch ein Mensch. Ein Trinker, der sowieso irgendwann in der Gosse verreckt wäre. Keiner von beiden hatte ein Recht zu leben. Genauso wenig wie Walter, nicht wahr? Wiedersehen, Martha. Sam. Sam möchte uns verlassen. Hast du das gehört, Walter? Ja, ich habe es gehört. Das können wir nicht zulassen, nicht wahr? Martha wartet auf deine Antwort, Walter. Wir müssten immer Angst vor ihm haben. Wir hätten nie mehr Ruhe. Wäre dumm, ihn gehen zu lassen nach dem, was er jetzt alles weiß. Und wie wollt ihr meinen Tod erklären? Du bist hier eingedrungen, hast Geld verlangt, hast mich angegriffen und ich habe dich in Notwehr erschossen. Ich habe das Recht, dich zu erschießen. So lautet das Gesetz, nicht wahr, Walter? Es ist mein Recht. So lautet das Gesetz. Wer glaubwürdig, Walter? Bei einem Mann mit dieser Vorstrafe? Ein perfektes Verbrechen, wenn du Walter dazu bekommst, es zu bezeugen. Wollen wir wetten? Ihr könnt einem leid tun. Ihr tut mir beide leid. Ich hasse ihn. Weshalb hast du nicht geschossen? Nein, Walter, aus Angst. Das erste Mal in meinem Leben hatte ich wirklich Angst. Ich war unsicher, ob du mir beistehst oder ob du mich verlässt. Nein, Martha, ich werde dich nie verlassen. Ich liebe dich. Nicht weinen, Martha. Es ist nicht deine Schuld. Es ist nicht meine Schuld. Nein, nicht meine. Nicht Vater, es ist nicht die deiner Tante, es ist niemand daran schuld. Die Dinge sind, wie sie sind. Was ein Mensch will, wie sehr er es will und was er bereit ist, dafür zu tun. Da geht er. Ich bin froh, dass er geht. Er wird immer da sein. Nein, das wird er nicht, das wird er nicht. Und er wird nichts sagen, hab keine Angst. Du wirst sehen. Jetzt wird alles anders werden zwischen uns beiden. Es wird sein, als wenn nie etwas passiert wäre. Als wenn nie etwas passiert wäre.
Arthur, darf ich dich küssen? Du vertraust mir. Ich habe mal einen Bus verpasst und es brachte Glück. Ich wollte sehen, ob so etwas zweimal möglich ist. Sieh nicht zurück, Kleines. Sieh niemals zurück. Du weißt doch, was mit Lots Frau passiert ist. Wessen Frau? Sams Frau.